Wir sind mal wieder an der alten Festung. Hier heute auf Schleie und Co. Es geht in Richtung Abend, heißt es wird dunkel und ich schmeiß erstmal die Köder ins Wasser. Also, gucken wir mal, was hier geht. Ab geht es hier auf Schleie und Co. Ich denke, ich werde hier ganz klassisch erstmal eine Runde fiedern mit Schleienfuttermische. Also, zap, zarab, Schleienfuttermische dran. 6,9 Kilo Fluorocarbonschnur machen wir mal komplett. Und wir ballern hier jetzt mal den Tauwurm raus. Das Ganze werfen wir mal hier so auf 10 Meter. Und dann werfe ich mal hier vorne, zack, diese Kante davon links an. Bremse ein bisschen runter machen und gut ist. Nächste Route. Gleiche Schnur, ähnliche oder gleiche Futtermische. Da nehmen wir wieder die Schleie. Schleienfuttermische. Zap, zarab. Vorfahrtsmaterial ist ja jetzt hier alles Fluorocarbon, deswegen ändere ich das nicht. Und als nächstes kommt der Käsewürfel drauf. Auch hier Clip 10 Meter. Bremse schon mal ein bisschen runter machen. Zack, schön da vorne an die Kante direkt vor das Holz. Ich glaube, wenn ich noch näher rangehe, reicht jetzt auch gleich 9 Meter. Hier haben wir sogar schon einen Tauwurm drauf. Perfekt, lassen wir den auch direkt mal dran. Oder einen Mistwurm kann man auch nehmen. Vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger. Nehmen wir mal einen Mistwurm. Zack, Einser Haken. Auch das wieder. Nehmen wir einen ausladenderen Mistwurm. Und den mache ich jetzt tatsächlich mal auf 9 Meter. So. Passt doch. Auch hier Bremse ein bisschen runter und dann gucken wir mal, was hier so geht. Grundsätzlich von den Ködern her. Tauwurm, Käse, Quarkteich können wir verwenden. Made, wenn wir nur einen 6er Haken verwenden zum Beispiel, wenn wir ein bisschen kleiner rangehen. Das sind so die Hauptköder, die ich auf jeden Fall schon mal testen werde. Wir haben hier den ersten Biss auf Tauwurm. Das sieht doch schon ganz gut aus. Und was haben wir hier? Das sieht auch direkt nach einem Zielfisch aus, oder? Eine winzige kleine Schleie. Na, das ist doch schon mal ganz nett. Gar nicht so schlecht. Also, weiter raus. Aua. Und hier auf dem Mistwurm. Auch ein Köder, der immer wieder super funktioniert. An der alten Festung. Olle Karausche oder was? Egal, nehmen wir auch mit. Nehmen wir erstmal alles mit. So, 9 bis 10 Meter hier. Und es geht langsam in die Dämmerung. Ja, und das Schöne ist, auf all diese 3 Köder kann auch der olle Aal beißen. Natürlich, wenn wir hier reinschauen, auf den Tauwurm, natürlich auf den Mistwurm und natürlich kann er auch auf den Käse beißen, der olle Aal. Von daher lassen wir das jetzt auch über Nacht einfach mal so draußen. Gucken, was da geht. Bremse immer schön entspannt einstellen. Aal kann mal so richtig heftig reinballern und abziehen. Und von daher müssen wir gucken, dass er die Chance hat, erstmal auch ein bisschen abzuziehen, wenn er aggressiv reingeht. Und ja, wir haben ja hier eigentlich nichts zu befürchten. Das einzig Schlimme ist, wenn wir sehen, der Biss passiert jetzt hier gleich. Also der Fisch zuppelt, der Biss passiert und die Schnur kommt auf uns zu. Dann sehr schnell reagieren, anschlagen, hier so rüberziehen, dass der Fisch nicht unter diese Brücke hier durch ins Offene abhaut. Dann wird es schwierig. Ansonsten alles gut, alles ganz entspannt. Zack, da haut einer ab. Sehr schön. Ich bin sehr gespannt, was hier reingeht. Ich habe einfach gerade richtig Bock auf, na ich sag mal so mittelgroße Fische. Und da muss ich sagen, ist einfach die Schleie einer der Fische, die eben noch schön in diesem perfekten Gewicht so fürs Mid-Level ist. Heißt also Trophy-Gewicht 4 Kilo, Super Trophy mit 6 Kilo. Einfach genau das Richtige, um, ich sag mal so mit einem mittelguten Setup auf entspannt, gute Frequenz vielleicht sogar noch, einfach entspannt ein bisschen was rausziehen zu können. Ich finde, davon fehlt es einfach. Davon fehlt es an Fischen. Wir haben die Brasse, wir haben die Schleie. Ja, und dann wird es mit den Fischen, die man mal auf Frequenz angeln kann, schon langsam eng. Denn einfach so fürs Grundangeln, ja, ab und zu geht mal Aland rein, aber das mit einer sehr bescheidenen Frequenz, der ja, wäre sehr, sehr praktisch, wenn der mal ein bisschen eine bessere Frequenz hätte. Gerade so in diesem Levelbereich, Barbe auch. Auch Barbe wäre halt nochmal eine Idee für andere Gewässer, wäre das halt super, wenn man da vielleicht auch schon mal eher irgendwie drauf gehen könnte. Aber es gibt es halt gerade nicht. Von daher muss man eben gucken, dass man mit den wenigen Fischen, die man halt rausziehen kann, irgendwie klarkommt. Gerade im Grundangeln kann das manchmal ein bisschen tricky sein. Ja, und dann sind dann eben hier genau die Kandidaten, vielleicht noch Giebel dazu, die einzigen, die hier übrig bleiben. Oder die etwas kleineren Amure. Ich bin sehr gespannt, ob die hier reingehen. Kleine Schuppenkarpfen und Amure. Grundsätzlich vom Setup her ist das, sollte das alles passen. Wir gucken gerade nochmal eben rein. Ich bin ja jetzt hier gerade mit der Kaliber HSV unterwegs, mit Fluorocarbon Only. Das heißt, eine relativ dicke Schnur, aber komplett transparent. Das ist ja das, woraus das Vorfachsmaterial immer hergestellt wird. Nichtsdestotrotz gehen theoretisch hier sogar 400 Meter drauf, beziehungsweise wir haben ja die 300 Meter Spulen, die gehen halt komplett drauf mit 6,9 Kilo an Stärke. Reicht völlig. 1er Haken, finde ich, ist immer ein richtig guter Haken. 4er Haken kann man auch mal testen, wenn man denkt, okay, ich habe ein bisschen wenig Frequenz. Aber das sind so die beiden Hakengrößen, die ich gerade so in letzter Zeit bevorzuge. Grundsätzlich von der Bodenstruktur her sollte das hier eher ein schlammiger Untergrund sein. Ich teste das hier gerade nochmal eben. Das heißt, wenn ihr nur mit Blei rumhantieren wollt und Köder reinwerfen wollt, dann einfach gucken, dass ihr ein schlammfarbenes Blei habt. Genau, hier haben wir es stehen. Schlammiger Untergrund. Sollte es hier, glaube ich, in der ganzen Area sein. Hauptsächlich vertreten, dieser schlammige Untergrund, lehmige Untergrund zum Teil. Hauptsächlich vertreten halt hier an der alten Festung. Bedeutet, mit solchen leicht getarnten Futterkörben wie diesem hier kommt man dann, glaube ich, ganz gut zurecht. Und wie gesagt, dann hier vom Setup her komplett zart und unsichtbar sozusagen mit der Schnur. Sind wir wirklich hier, ja, sehr vorsichtig unterwegs. Was man natürlich noch testen kann ist, wenn man sagt, okay, ich werfe mal jetzt hier diese Area an. Das ist jetzt hier mein Bereich, wo ich mir so einen Futterteppich anlege. Man kann das natürlich auch ein bisschen splitten. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen, hatte ich hier auch nochmal wieder einen Aal gefangen. Auch auf der Pose, auch das kann man natürlich machen, dass man dann vielleicht zwei Routen hier hinlegt und eine Route hier dann vielleicht kurz auf die Entfernung hier auf dem Aal, quasi hier in diesem Bereich. Ja, dieser zweite Entengrützenteppich hier, der kleinere. 1,20 Meter Tiefe ist hier so in dieser ganzen Area. Ja, so, jetzt müssen wir mal gucken, was hier geht. Grundsätzlich hatte ich eher gedacht, mich hier am Tag hinzustellen. Aber vom Timing her passt es halt gerade nicht. Von daher nehme ich jetzt einfach die Nacht mal mit. Gucken wir mal, was hier geht. Ich werfe nochmal den Käse aus. Das passiert übrigens häufiger beim Schlamm. Klack, 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 klack. Das heißt, man sieht es auch an der Rutenspitze. Die war die ganze Zeit schon so durchgebogen. Das heißt, langsam die Bremse hochziehen. Das hängt dann quasi im Schlamm alles fest. So, und dann werfen wir einfach nochmal aus. Schön da vorne vor das Holz. Ganz, ganz, ganz klassische Stelle hier. Also wirklich vor Jahren hier schon gestanden. Bremse machen wir nochmal ein bisschen runter. Die war vielleicht ein bisschen hoch auch. So. Und jetzt, ja, das kann auch mal passieren. Jetzt zuppelt das. Kurz mal K drücken. Aufmachen und mit Y wieder stramm ziehen. So. Man kann es auch ein bisschen locker durchhängen lassen. Schadet auch nicht. Das hakt in der Regel schon ganz gut, aber damit man auch die kleinen Zuppler nicht verpasst, vielleicht geht ja hier gerade auf den Würmern und so, vielleicht auch mal die Schläfergrundel noch dran. Deswegen nehmen wir hier eine ganz leichte, dünne Zitterspitze und dementsprechend dann auch die Schnur ein bisschen straff machen, dass man da jeden Biss mitkriegt. So, jetzt lassen wir das erstmal ein bisschen durchlaufen. Die Nacht überbrücke ich jetzt so ein bisschen und dann denke ich mal, dass gleich in Richtung Tag vielleicht noch ein bisschen mehr losgeht und vor allem hoffe ich, dass dann in Richtung Tag auch deutlich dann halt die Schleien halt losgehen wieder. Das wäre halt richtig gut. Alles, was jetzt hier gleich so reingeht, nehme ich natürlich mit und werfe nach wie vor auch immer noch ein bisschen Futtermische aus. Ganz so viel Futtermische ist noch nicht drin. Und wenn ich dann jetzt so gleich bei 10 Auswürfen ungefähr bin mit der Futtermische, dann nehme ich erstmal die Futtermische runter, mache ein bisschen eine Pause und werde dann erst am nächsten Tag gegen abends, na ich sag mal so 16 Uhr ungefähr, dann werde ich nochmal nachfüttern. Dann werfe ich einfach nochmal 5 Futtermischen rein, vielleicht so von Hand dann einfach direkt hier so an diese Stelle und dann reicht das auch wieder für die Abendstunden. So, was haben wir denn jetzt hier für ein Gezuppel? Ist hier schon eine Schläfergrundel dran? Ne, hat nicht gehakt hier auf dem Mistwurm. Ist natürlich auch sehr groß jetzt der Mistwurm für die kleinen Fische. Jetzt zuppelt es aber hier tatsächlich einmal noch am Käse. Und auf dem Tauwurm geht es nochmal ab. Jawohl. Na, guck mal, wir können die Bremse sogar relativ hoch haben hier auf 13. Alter, wa? Glatte 2 Kilo, Alter. Der Mond geht auf über Wanne-Eickel, Alten. Ja, richtig schön. Ach, sehr gut. Glatt 2 Liter Karausche. Schöner Brocken auf dem Tauwurm. Sehr gut, ey. So kann das doch abgehen. So. Ja, Tauwurm ist schon... Tauwurm für alte Festung ist schon top. Bestes Ding, ey. Zack, und hier auf dem Käse. Was haben wir denn da? Gehen wir auch noch mal ein bisschen höher. Kleine Schleie tatsächlich, auch auf dem Käse. Ich lasse den Käse hier mal drauf. Käsewürfel zum Herstellen auch gut, wenn ihr natürlich hier die Köder herstellt. Wie auch schon in den ganzen anderen Videos gesagt, alte Festung am besten erst bereisen und beangeln, wenn ihr schon ein bisschen Skill habt. Heißt Futtermische herstellen könnt, Köder herstellen könnt, dann macht das einfach mehr Bock. Sonst viel mehr Gas geben am Windenbach und am Moskito, gerade wo der Moskitosee jetzt beim letzten Patch auch nochmal so ein bisschen geboostet wurde. Man fängt da einfach jetzt ohne Futtermische und ohne alles. Als Anfänger fängt man deutlich mehr. Von daher ausnutzen. Käsewürfel herstellen kann man dann am Kuori, da holt man sich die großen Käseräder. Und dann kann man daraus die Käsewürfel schneiden. Habe ich die gerade? Ja, da sind sie. So ein riesen Klumpen und dann holt man sich da schön die Dinger hier von der Käserei am Kuori und schneidet sich dann die Käsewürfel daraus und ab geht es. Ja, ich bin bis jetzt schon ganz zufrieden. Also, läuft ganz gut. Schöne Trophy schon mal abgehakt. Es zuppelt hier weiter. Weiß der Geier, was das ist. Vielleicht ist es sogar eine kleine Quappe. Das kann natürlich auch sein. Quappen können reingehen. Die zuppeln auch gerne mal ein bisschen länger. Wir lassen das jetzt erstmal ein bisschen zuppeln. Ich ziehe weiter raus. Und dann gucken wir gleich mal in den Morgenstunden, wie es hier abgeht. Ja, sehr gut. Weiter geht's hier. Komm ran. Der hat sogar wieder ein bisschen Bock hier, der Brocken. Was haben wir denn da wieder dran? Alter. Guck mal hier, die Schleien, ne? Die sind richtig kampfstark. 1,2 Kilo. Und geht so ab. Auf dem Mistwurm hier wieder. Sehr schön. Es wird langsam hell. Es wird langsam hell. Wenn wir mal Licht ausmachen. Also, geht so langsam los. Auch kleines Gezuppel hier gerade schon wieder am Tauwurm. Danach war Ende. Käse relativ wenig bisher. Aber ich warte jetzt noch ein bisschen ab, gerade so die Morgenstunden ist halt nochmal wichtig, dass da ein bisschen was reingeht. Ja, es ist 5 Uhr. Es ist schon so richtig hell, gerade eben noch eine Schleie gehabt auf dem Mistwurm und da zuppelt es gleich direkt weiter. Unterschätzt den ollen Mistwurm nicht an der alten Festung. Sensationelles Ding. So langsam geht es auf den Käse auch los. Jetzt nehme ich hier mal die Futtermische raus. Denn, ja, das war jetzt gerade der 11. Fisch. Und ich werfe mal weiter aus. Heißt also in der Zeit jetzt hier ausreichend schon was schön rausgekloppt. Guck mal hier, Alter. Die nächsten großen Brocken. Läuft also mit dem Mistwurm. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man hier nur mit Mistwurm steht. An der Stelle hier 9 Meter, 10 Meter. Dass man auch tatsächlich eine recht gute Frequenz noch hat. Und ein schönes Mischmasch mit den Karauschen, mit den Schleien. und vielleicht sogar noch ein bisschen weniger das Risiko auf Amure oder Karpfen. Ne? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Gerade wenn man hier mit einem 5-Kilo-Setup oder so steht. Ich meine, ich bin ja jetzt hier gerade mit einem 6,9-Kilo-Setup. Wahnsinnig größer bin ich ja jetzt auch nicht dran. Und ja, das kann, glaube ich, ganz gut gehen. Vielleicht teste ich gleich nochmal Maiskorn. Also so ein paar Köder teste ich vielleicht gleich nochmal. Wobei ich sagen muss, einfach hier mit den Würmern bin ich schon sehr zufrieden. So, ich habe jetzt nochmal 2 Köder getauscht und zwar den sehr, sehr gut funktionierenden Mistwurm tatsächlich gegen Quarkteig und den solala gut funktionierenden Käsewürfel gegen das Maiskorn. Also Maiskorn ist jetzt mit dran und Quarkteig ist jetzt mit dran. Quarkteig hat gerade schon mal gezuppelt und hat es irgendwie platsch gemacht und dann war Ende. Ja, gucken wir mal. Tauwurm ist immer noch draußen, aber da ist auch gerade ein bisschen Flaute. Also bisher, ich muss sagen, jetzt, okay, 3 Minuten, ne? Ist jetzt noch nicht so wirklich lange Flaute. Bisher bin ich ganz zufrieden, die Anzahl der Schleien ist okay. Guck mal, hier bis zu einer 2-Kilo-Schleie sogar. Alles soweit okay, 2 Kilo Karauschen Trophy, sehr schön. Kleiner Barsch gerade noch auf dem Mistwurm. Ansonsten im Großen und Ganzen alles tutti. Alles soweit okay. Guck mal, da ist sogar was dran. Kurzes Gezuppel, ohne viel Theater. Ne, ne Schläfergrundel auf dem Quarkteig oder was? Quarkteig oder wie oder was? Auf dem Quarkteig? Der olle Quarkteig. Guck dir das mal an, ey. Ne, Maiskorn noch nicht, okay. Ich dachte, da hängt vielleicht auch noch irgendwas dran. So und so. Also, ja, im Großen und Ganzen, ich bin sehr zufrieden. Das Schöne hier an dem Spot, auch das hatte ich ja schon mehrfach gesagt, auch wenn hier mal was Großes reinballert, auch mit einem kleinen Setup steht ihr hier unten ziemlich sicher. Das heißt, wenn ihr mal im Anfängerbereich unterwegs seid und sagt, mit meinem nicht so ganz geilen Setup will ich doch mal hier an die alte Festung, ist das hier an dieser Brücke zum Fuß hin richtig gut, weil die Schnurkapazität auf euren Rollen, ja, hat halt nicht so viel, also es passt halt nicht so viel Schnur drauf, aber das hier ist auch nicht so weit, das sind ungefähr 100 Meter oder was das sind, das heißt, wenn ihr um die 100 Meter Schnur drauf habt und vielleicht noch ein bisschen mitlauft, wenn hier einer abhaut und fischt, dann ist alles tutti. Die fliehen halt in der Regel von euch weg, die Fische. Ganz selten, dass die auf euch zukommen. Gerade ja schon gesagt am Anfang vom Video. Dann sofort rumziehen, die Rute nach da reißen, dass der Fisch nach da abhaut. So in der Art. Und dann lübt das auch. Es können hier Amure reingehen. Es können hier euch eine 4 Kilo, die Trophy-Schleie wird mit einem kleinen, mit dem Starter-Setup richtig Theater machen. Die wird einfach richtig abziehen. Und ja, kann auch, wenn ihr einfach stehen bleibt, euch leer ziehen. Deswegen bei solchen Fischen auf jeden Fall die Spannung aufrechterhalten. Mitlaufen, langsam mitlaufen, weiter drillen, wieder ein bisschen hinterherlaufen, wieder nachziehen die Schnur und so weiter, damit das hier, damit der Fisch dann nicht ausschlitzt. Also das klappt. Das muss man aber auf jeden Fall auch hier machen. Ah, guck mal, hier auf dem Maiskorn kleines Gezuppel war es. Sehr gut. Da hat es sich zweimal schon gemeldet. Ich muss sagen, am meisten gefällt mir gerade tatsächlich Mistwurm und Tauwurm. Tauwurm deutlich seltenere Frequenz, deutlich weniger. Aber wenn, dann richtig. Und Mistwurm, wirklich gute Frequenz. Regenwurm wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, den einfach zu testen. Ich glaube, das mache ich gleich noch ein bisschen. Teste nochmal ein bisschen weiter. Für diese halbe Stunde jetzt bin ich komplett zufrieden. Kann man ganz gut machen. Und ich ziehe jetzt hier noch weiter raus. Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Toi, toi, dass vielleicht auch nebenbei noch ein Aal reingeht. Kann halt auch immer wieder passieren. Das ist natürlich nochmal ein richtig schöner XP- und Silberbonus. Von daher, zieht raus die Brocken. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen. Wenn es dir gefallen hat, Kanal abonnieren, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.